Los geht's. Tour gestartet. Der Ralf und ich wollen heute auf den höchsten Berg Deutschlands, nämlich die Zugspitze. Und das über den einfachsten Weg, weil wir haben den Benji dabei. Und er kann ja nicht klettern. Der läuft zwar sehr stramm, aber so über die Felsen kriegen wir den nicht so gut. Und deshalb machen wir die 21 Kilometer Tour. Und die startet jetzt hier ganz gemütlich über eine Forststraße. Und dann werden wir mal schauen, weil die Partnerklamm noch nicht offen hat. Die macht erst um 8 auf und es ist jetzt gerade mal kurz vor 6 Uhr, dass wir da außen rumkommen und möglichst viel Kilometer schon machen, weil heute soll es ja ziemlich heiß werden. Wir nehmen euch ein bisschen mit und schauen mal, wie das heute so wird. So, jetzt bin ich aufgewärmt. Wir sind jetzt schon auf dem hohen Weg, weil ja die Partnerklamm nicht offen hat. Gehen wir hier einmal außen rum. Geht jetzt schon ein bisschen bergauf, aber ich glaube, das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was danach kommt. Jetzt geht es erstmal um Strecke machen und zwar so viel wie möglich, bevor es warm wird. Mittlerweile ist es 9:30 Uhr. Wir haben 14 Kilometer der Strecke schon geschafft. Jetzt wird es auch richtig warm. Jetzt hören auch langsam die Bäume auf, die ein bisschen Schatten spenden. Und jetzt beginnt der richtig anstrengende Teil, weil jetzt wird es dann steil und ich glaube, man muss da innerhalb von 5 Kilometer oder so die restlichen gefühlten 1500 Höhenmeter überwinden. Gerade an der Rheintalanger Hütte vorbei. Das ist die Hütte, wo dann viele quasi die erste Tour beenden. Von hier aus geht es nämlich noch 6 Stunden bis auf den Gipfel. Wir haben jetzt 10 Uhr. Das ist schon noch eine ganz schöne Tour, die vor uns liegt. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte und zwar die leichtere Hälfte. Jetzt geht es gleich steil in den Fels. Thank you.
Wir steigen jetzt hier gerade durch das Geröllfeld bis zur Knorrhütte. Das ist dann nochmal der letzte Stopp, beziehungsweise eigentlich der erste, weil wir haben noch nicht wirklich einen Stopp gemacht. Dann gibt es da nochmal was zu trinken, was zu essen. Und dann sind es noch circa 1,5 Stunden für uns bis zu dem Zugspitzblatt. Aber auch hier ist es schon ganz schön geröllig und steil. Die letzte Stunde haben wir hier richtig Höhenmeter gemacht. Aber genauso traumhaft ist jetzt auch der Ausblick. Schaut mal. Letzten Meter zur Knorrhütte. Das ist auch eher deine Temperatur wieder, gell? Toll. War nicht zu gut. Stück vorgearbeitet. Angie macht das so toll. So proud. Gell, mein Schatz? Ja? Oh, komm her. Guck mal, Schnee. Guck mal, Schnee. Okay, das ist fein. Wir müssen nicht alle Schnee essen. Kleines Gipfelkreuz, weil wir ja nicht bis ganz nach oben wandern können mit Benji. Deshalb macht der Ralf hier wunderschön unsere Fähnchen an. Das ist ja das Ziel für uns. Also fast geschafft. Die letzten 200 Meter möchte ich sagen. Das letzte Stück war jetzt weitaus weniger schlimm als das steile Stück bis zur Knorrhütte. Also war ein prima Dankeschön für die Quälerei davor. Und jetzt kommen wir gleich an der Zugspitzbahn an und sind fertig für heute. Reicht da? Wir haben viel Schnee da. Schierbogen, Benji, da gehen wir jetzt durch, komm! Da gehen wir jetzt durch! Oh, ist geschafft! Ziel erreicht! Thank you.
Jetzt ist 16.40 Uhr. Langer Tag hinter uns. Um 6 hat er begonnen. Und hier endet er wieder am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen. Uns geht es auch noch gut. Sehen vielleicht ein bisschen müde aus, die Augen, vom frühen Aufstehen oder von der vielen Sonne. Aber ansonsten fühlen wir uns gut, oder? Ja. Ja, toll gemacht. Tip top. Hier reicht es jetzt, gell? Ist jetzt auch gut. Okay, das ist die Belohnung. Warte, ich zeig das mal kurz. Alter. Benji, das hast du jetzt verdient. Das ist die Belohnung.